Troja und sein Schicksal sind weltberühmt. Die Suche nach der legendären Stadt war jahrhundertelang Ziel von Gelehrten, Schatzsuchern und Archäologen. Darunter Heinrich Schliemann. Auf der Suche nach Troja begann er 1871 Ausgrabungen in der Nähe der türkischen Stadt Çanakkale. Er fand nicht nur eine Siedlung, sondern gleich 9 übereinander, immer wieder zerstört und neu aufgebaut. Zahlreiche der Funde gingen als Schenkung Schliemanns in deutschen Institutionen und Museen ein. So auch an der Universität Tübingen. 1901 erhielt sie rund 250 Originale, hauptsächlich Krüge, Gefäße und andere Keramik. Ein Teil davon wird in diesem Datensatz vorgestellt. Für Tübingen begann damit erst die Auseinandersetzung mit Mythos und Wirklichkeit der Stadt. Zwischen 1988 und 2012 hatten die Tübinger Archäologen die Grabungslizenz in Troja. Bis heute ist damit ein großes Forschungsprojekt verbunden. Zudem plant das Museum der Universität eine große Jahresausstellung im Oktober zum Thema. Die Objekte des Datensatzes spielen für Projekt und Ausstellung eine wichtige Rolle. Keramik erlaubt in der Archäologie Datierung und überregionale Vergleiche. Die ausgewählten Stücke sind alle vorzüglich erhalten und sind daher eine Ausnahme. Der Datensatz wird ergänzt durch historische Inventarblätter, archäologische Fundzeichnungen, Fotografien der Objekte und der Grabungssituation, Karten, Diagramme und 9 fotogrammetrische Scans. Entdeckt das wahre Troja, seine Geschichte, Schichten und die tönernen Spuren der Vergangenheit.